Der Satz aus der Kurzgeschichte lautet: Welcher Tischler leimt der umherirrenden Seele einen Nistkasten, in dem sie Zuflucht findet? Behaust wird irgendwann mal mein Körper da drin. Es ist ein Sarg, den ich selber entworfen habe und dann Tischlern habe lassen. Und diese Arbeit bezieht sich auf die Geschichte, worin und wo wir liegen werden, die Grasma geschrieben hat. In der Geschichte hat er geschildert, wie er und seine Frau sich passgenaue Särge haben bauen lassen und aus welchem Material. Bei Gras war es Kiefer, seine Frau Birke und bei mir ist es Buche. Also die Uhr ist ein Bezug zu einem Foto, was es hier aus dem Grashaus gibt, nämlich vom Archiv. Auf dem Foto ist eine scheinbar zeitlose Uhr, also man kann keine Zeiger sehen. Und ich habe jetzt eine aus meinem Fundus genommen, die ich im Orient viel genutzt habe, um die dortigen Zahlen zu lernen. Also das ist so ein persönlicher Bezug mit der Uhr. Und wenn ich dann, ich ja nicht, aber wenn mein Körper da mal irgendwann drin liegt, dann ist die Zeit um. Das ist eine Alternative zu der Graschen-Idee. Die beiden hatten nämlich entschieden, dass sie auf Laub bedeckt liegen wollen und mit Laub bedeckt sein wollen. Und Laub darf man nicht ins Museum bringen, aus hygienischen Gründen. Und deswegen hatte ich die Alternative, dass ich mir meinen kleinen Behälter an Stiften genommen habe und zwar die Stummel der abgearbeiteten Buntstifte und Bleistifte meines Lebens. Also seitdem ich 14 bin, sammle ich die. Es ist nur eine kleine Sammlung, aber es sind immerhin 200 Stück.